Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Rabboni, sehen möchte ich können. Das ist der Wunsch des Blinden. Und wir haben die Geschichte gehört, wie sie eingeleitet wurde, was zuvor war, damit der Blinde zu dieser Bitte kommen konnte. Wenn wir jetzt an die ersten zwei Lesungen denken, könnten wir uns fragen, was hat denn das mit dem Blinden zu tun, mit der Heilung des Blinden, des Evangeliums? In der ersten Lesung hat uns der Prophet Jeremia geschildert, dass Gott wieder gnädig ist, dass Gott die Israeliten wieder zurückholt, den letzten Rest, heißt es hier im ersten Drittel. Die Israeliten haben sich von Gott abgewendet. Sie haben sich auf andere Götter verlassen. Ihnen war Wirtschaft, Politik, Geld, Religionen wichtiger als Jahwe, der sie aus Ägypten herausgeführt hat. Der Gott, der ihnen zu Segen, Erfolg, Fruchtbarkeit zu diesem Land Kanaan, Israel verholfen hat. Und dann, wenn man diesen starken Partner Gott nicht hat, beginnt man Fehler zu machen. Man verbündet sich mit Bündnispartnern, die nicht ehrlich sind. Wir kennen das in unserer Gesellschaft jetzt die letzten Wochen sehr gut, was Ehrlichkeit, Wahrheit betrifft. Man verbündet sich mit Menschen, die nicht ehrlich sind, die es nicht gut meinen, die Eigenvorteile wichtiger sind. Und irgendwann kommt die Rechnung, wo man dann erkennt, dass man sich auf Falsches oder falsche Menschen verlassen hat. So ist die Situation von den Israeliten, sie haben sich auf das Falsche verlassen. Den treuen, verlässlichen Partner Jahwe verlassen und sind unter Menschen geraten, die sie ausnutzten, ausgebeutet hatten, zu Sklaven gemacht. Aber Gott geht mit, so wie der barmherzige Vater immer wartet, dass wir zurückkehren, wurscht, was wir angestellt haben, so wartet Gott. Egal, ob wir heißen Volk Israel, Storbacher, Österreicher, Russen, Amerikaner. Gott wartet auf jeden Menschen. Und Gott vergibt jede Abirrung, jedes falsche Vertrauen auf Menschen, Wirtschaft, Politik, Gesundheit und so weiter, wie das alles heißt, wo wir uns verlassen darauf. Und Gott ist offen. Er beschenkt wieder. Er stellt die Segnungen, die Geschenke, das Vertrauen wieder her. Die Kirchenlehrer und die Heiligen schildern die Geschichte des Blinden immer mit dem Bild, dass der Mensch, wenn er nicht glaubt, blind ist. Er weiß nicht, wem er vertrauen kann. Er weiß selbst nicht einmal, ob er auf sich selbst sich verlassen, vertrauen kann. Und deswegen ist das Christwerden, das Glauben, das Beten, das Öffnen des der Augen der Herzen, wo wir merken, was ist Wahrheit? Was ist der richtige Weg? Wer ist der Mensch, dem ich wirklich vertrauen kann? Und darum, die Öffnung der Herzen heißt gläubig werden. Auf Gott schauen, auf Gott hinhören. Und so verstehen wir die zweite Lesung, wenn hier im ersten Teil vom hohen Priester geschildert wird, der Mensch ist, der eine Aufgabe hat, nämlich so wunderbar ausgedrückt mit, er soll für die Sünden Gaben und Opfer darbringen, zur Wiedergutmachung, zur Versöhnung des Menschen mit Gott. Gott ist nie angefressen. Gott verlässt den Menschen nie. Das Problem ist nur, dass der Mensch Gott nicht mehr hört und Gott nicht mehr wahrnimmt, wenn er sündigt. Sünde, eine Bezeichnung von Abwendung des Menschen, von Entfernung des Menschen von Gott.
Und das ist dasselbe Bild, wie wenn Kinder sich von Eltern entfernen, wo die Erfahrung und die Tipps der Eltern sonst nochmals gegeben werden und wo Kinder daraus profitieren, wo Kinder immer wieder Hilfe erfahren, wenn Eltern in ihren Erfahrungspool zurückgreifen, wenn Eltern all die Mittel, die sie schon gesammelt haben in ihrem Leben, ob das von der Werkstatt ist, vom Kapital bis zum Fahrzeug, das sie gerne den Kindern herleihen. Wenn sich Kinder entfernen, ausziehen, dann verliert man all diese Privilegien. Und diese Wiederherstellung der Nähe Gottes, das ist die Aufgabe des Hohenpriesters. Das ist die Aufgabe des Priestertums grundsätzlich, natürlich als Pfarrer, aber genauso, wir alle sind Priester, Könige und Propheten. Wir haben genauso diese Aufgabe, diese Nähe, diese Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Und der für uns in erster Linie eintritt, für diese Nähe, für diese Hilfe, die wir in Anspruch nehmen sollen, Gott bietet sie uns jeden Augenblick an, ist dieser Jesus Christus. Er ist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Er bringt unaufhörlich Opfer dar zur Wiedergutmachung unserer Distanzierung, unseres Abwendens von der Liebe, von den Gütern, den Gaben und Segnungen Gottes. Im Evangelium haben wir eben die Geschichte vom blinden Bartimäus gehört. Es ist das schönste Bild für dich und für mich. Wir alle waren, bevor wir Christen geworden sind, blind. Die Taufe, so sagen die Kirchenlehrer, ist das Öffnen des Auges, des Inneren. Und Bartimäus sitzt am Weg. Lange Jahre, wir wissen das Alter nicht genau, wie lange er schon dort gesessen ist. Er hat keine Hilfe bekommen. Aber er hat von Jesus gehört, einem jungen Mann, zwischen 30 und 33 Jahren, und von dem erzählt man große Taten, Heilungen, Wunder, er verwandelt Wasser in Wein, vermehrt Brote, Lahme stehen auf, Stürme legen sich, er befreit Menschen von bösen Geistern, vieles wird erzählt. Und eines Tages, als er so da sitzt, hört er, Jesus soll hier vorbeikommen. Eine Menschenmenge verrät es und er denkt daran, das ist seine Lebenschance, das ist seine Lebensgelegenheit. Jetzt muss er es versuchen, dass er Hilfe erhält. Und er schreit, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, liebe Brüder und Schwestern, dieses Sitzen des Blinden drückt aus, dass wir jeden Tag irgendwo sitzen, nicht nur zu Hause beim Tisch, sondern wir sind am Weg. Wir sind am Weg jeden Tag und Gott, Jesus, kommt immer vorbei. Aber so oft hören wir es nicht und manchmal im Leben ist diese Stimme ganz laut. Ich erinnere mich selbst an diese Stimme, als ich sie ganz deutlich gehört habe. Und als ich sie so deutlich gehört habe, hat sie mein Leben total verändert. Aber ich glaube, dass diese Stimme jeden Tag spricht, ja sogar jeden Augenblick. Aber man das lernen muss, auf diese Stimme zu hören, auf Jesus zu schauen. Und deswegen sind wir eben teilweise blind. Und wir müssen dann, wenn wir diese Stimme vernehmen, Jesus kommt vorbei, Gott wirkt, er ist spürbar, er ist hörbar, dann müssen wir so wie Bartimäus rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und ich glaube, wir haben alle Anliegen, Nöte, Probleme, Krankheiten für die Gemeinde, für unser Land, ob sie heißt Wirtschaft oder Politik oder Gesundheit. Wir haben so viele Möglichkeiten, die wir Gott hinlegen sollen, wo er uns helfen soll.
Hier müssen wir immer wieder rufen, Herr, hilf uns in unserer Not, in unseren Problemen. Und die Menschen herum reagieren. Sie befahlen ihm zu schweigen. Aber Bartimäus schreit noch lauter. Ja, die Stimmen um uns, die werden sofort dann antworten, sei leise, das ist übertrieben, jetzt wirst du fanatisch, hast jetzt einen Vogel bekommen, bist du noch bei Sinnen. Das ist die Reaktion der Umgebung ganz normal. Wenn ich nur an mich selbst denke, meine Glaubenserfahrungen, die ich als Jugendlicher gemacht habe, ja, diese Antworten bekommst du sogar von deinen Eltern. Bleib am Boden, sei vernünftig und so weiter. Und teilweise auch wirklich berechtigt. Es gibt viele Spinner im Glauben, übertriebene oder krankhafte Frömmigkeit, genauso. Aber sie ist nicht 100% unvernünftig. Und so müssen wir, wenn wir die Stimme vernehmen und die Gegenstimmen hören, ausdauernd bleiben. Wir dürfen es uns nicht abwürgen lassen, wenn Gott mit uns deutlicher spricht. Wieder sollen wir schreien, noch eindringlicher. Wir müssen gegen diese Gegenstimmen schreien. Jesus und damit erbarme dich meiner. Und wenn wir öfter schreien, dann werden wir erhört werden. Die Geschichte von der Witwe, die immer wieder zum ungerechten Richter geht, ist das Bild für unsere Aufgabe, dass wir immer wieder zu Gott schreien. Der ungerechte Richter sagt, ich bin zwar nicht gläubig und ich habe vor keinem Menschen Achtung, aber weil sie immer wieder kommt, will ich ihr Recht verschaffen, weil am Ende schlägt sie mich vielleicht sonst noch ins Gesicht. Ja, so sollen wir schreien in unseren Nöten, in unseren Problemen, die wir haben. Und Jesus hört, bringt ihn her. Und plötzlich werden diese Gegenstimmen leise. Er ruft dich, komm. Und Bartimäus springt auf, wirft seinen Mantel weg und läuft blind ihm entgegen. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Geschichte ist eine wunderbare Meditation, wo man sich eine Stunde mal hinsetzen könnte und dass sich das einmal vorstellen könnte, miterleben könnte, was die Menschen dort erlebt haben, was Bartimäus da gemacht hat. Das Abwerfen des Mantels, das ist das Bild, wo uns unsere Sicherheiten, unsere Gewohnheiten, unser Hab und Gut blockiert und hält. Dieser Mantel im Judentum hat zwei wichtige Aufgaben. In der Nacht, dass er wärmt. Viele Menschen haben sich durch den Mantel mit dem Mantel zugedeckt. Das war ihre Decke. Und untertags haben sie den Mantel umgewendet und haben ihn als Sonnenschutz verwendet und andere Dinge. Also es ist ihr Habitus, kann man sagen, ihr Hab und Gut gewesen. Und das blockiert und das hält uns oft ab, wenn Gott uns anspricht. Ich bin mir sicher, nachdem Bartimäus sehend geworden ist, dass er den Mantel wieder mitgenommen hat. Du musst den Hab und Gut nicht zurücklassen, sondern du darfst all das verwenden. Was willst du, dass ich dir tue? Fragt Jesus. Rabboni, sehen möchte ich können. Jesus stellt uns, dir und mir, die Frage, was wir wollen, was wir brauchen. Und hier müssen wir eine klare Antwort geben können. Wir haben das schon gut geübt. Jedes Mal nach den Fürbitten lade ich ein, unsere Anliegen auf den Altar hinzulegen. Unsere Bitten. Und Jesus erhört, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, immer wenn wir bittend zu Jesus, zu Gott kommen, rettet es uns. Kommen wir aus unseren Dingen, die uns unfrei machen, aus unseren Problemen raus. Gott möchte uns jedes Mal ein kleines Stückchen freisetzen. Immer mehr retten. Und darum wollen wir heute Gott für uns besonders bitten. Wir wollen sehend werden im Herzen. Wir haben gehört, wie dieser Weg des Sehenwerden ist und der für uns jeden Einzelnen gleich ist. Wir sollen auf die Stimme Gottes hören. Wir müssen dann rufen.
Wir müssen manchmal etwas zurücklassen, was uns zurückhält. Wir müssen wissen, was wir wollen, und wir werden dann Rettung, Segen, Erfolg von Jesus, von Gott geschenkt bekommen. Dieses sehende Herz, das möchte ich uns allen heute erbitten, das wünsche ich uns allen, dass Jesus unsere Herzen öffnet, uns den Glauben schenkt. Amen.